So, ein wunderschön zum ersten Level von dem neuen Durchlauf von Extermination Day. Dazu werden wir uns erstmal eine neue Umgebung anschaffen, indem wir die alte Umgebung kopieren. Aus Doom for Doom machen wir dabei Brutal Doom 21. Das mache ich deswegen, weil Brutal Doom, soweit ich weiß, muss ich natürlich erstmal überprüfen, aber soweit ich weiß, bestimmte Tasten anders belegt und ja auch andere Tasten als Sondertasten hat, weil es natürlich andere extra Features hat. Und da ich nicht immer, wenn ich zwischen den Let's Plays wechsle, auch immer die Einstellungen wieder anpassen möchte, deswegen mache ich etwas, was bei Linux extrem einfach geht. Ich erstelle einfach eine neue Umgebung. Bam. So, Brutal Doom, Config. Z Doom ist der Cache. Der kann komplett weg. Und bei GZ Doom können die Screenshots weg und der Save Point kann weg. Alles andere übernehme ich. Und jetzt kommt nämlich der Clou an der Sache. Ich nehme dich und das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Nein, hallo? Wir bitten um Entschuldigung für diese technische Störung. Spaß. Das hier war das alte. So, und hier mache ich jetzt einfach. Ich habe nämlich hier auch schon eine virtuelle Umgebung genutzt, also eine abstrahierte Umgebung. Normalerweise startet man nämlich GZDOOM einfach direkt. Und ich habe das aber abstrahiert, indem ich die GZDOOM gesagt habe, dass ich ein anderes Home-Verzeichnis habe. Und da er die Einstellungen im Home-Verzeichnis ablegt, hat er damit ein anderes Home-Verzeichnis genutzt. Sprich also eine andere virtuelle Welt für ihn. Und das ändere ich jetzt einfach auf BrutalDOOM 21. Und mache jetzt aus Extermination Day bleibt natürlich. Doom Metal Volume bleibt auch. Das hier ändert sich. Daraus wird jetzt Brutal Doom 21. Die letzte Version, die ich habe, ist vom August diesen Jahres. Die kam zusammen mit Doom Slayer Chronologs. Chronololo. Keine Ahnung, wie das letzte Wort ausgesprochen wird. Raus. Und ja. Ist halt die aktuelle Version, die ich habe. Und mit der spielen wir jetzt. Alles andere stimmt soweit. Dann würde ich mal sagen, starten wir direkt. So. Ja, verstehe. Super interessant. Und als allererstes müssen wir natürlich die ganzen Tasten einstellen. Das heißt, Customize Control. Und hier fängt es nämlich schon an. Secondary Fire bleibt. Reload machen wir hier nicht. Da hat er nämlich später sein eigenes. Das ist das hier. Kick passt zufälligerweise auch. Okay, passt ja doch eigentlich fast alles. Granate. Open Armor Drop Menü nutzen wir nicht. Das hier ist eigentlich auch alles uninteressant. Gut, gehen wir mal durch. Das bleibt alles. Das auch. Quick-Turn nutze ich nicht, Jump, Shift, das passt alles. Inventar, das ist wichtig. Activate Item ist gesetzt, Drop Items, das hier, das passt noch nicht, das muss dahin. Okay, jetzt muss man das mit überlegen. Das da, genau. Hier passt alles. Vielleicht hätte es auch gesetzt. Gut, dann haben wir alles. Oh, feine Taste. Hätte ja doch die anderen Einstellungen. Also keine neue Umgebung erstellen brauchen. Oh, egal. Haben wir es ein bisschen isoliert, ein bisschen getrennt. Brutal Doom Option. Performance Option. Lassen wir so wie es alles. Doch. Lassen wir eigentlich alles so. Level Option. Vanilla Monster ist deaktiviert. Perfekt. Alles andere passt. Ja, das hier könnte man jetzt aktivieren, aber können wir eigentlich? Nee, wir lassen Vanilla. Wir lassen das so, wie Brutal Doom vorsieht. Jo. Dann würde ich mal sagen, New Game. Klassisch Rifle Start. Extermination Day und Ultra Violence.
Yeah. This is a custom level and or it's your first time playing it. You should definitely choose an easier difficulty. Ach so, ja, man sollte doch lesen können. Also, wenn das eine neue Map gewesen wäre, die ich zum ersten Mal spielen sollte, dann hat er mir gerade vorgeschlagen, doch lieber erstmal mit einer, mit einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad anzufangen. So, aha, okay, also das stimmt schon mal nicht mehr. Ah, halt! Ich Vollidiot, ich habe doch die Hälfte vergessen. Es fehlt nämlich noch was ganz Wichtiges, etwas, was ich schon angekündigt hatte. Bei Linux kopieren, das was man kopieren möchte, markieren und dann einfach mit mittlerer Maustaste drücken. Das wird automatisch eingefügt. Für alle, die das noch nicht wussten. So, und zwar das hier. Und zwar 7.6 brauchen wir. Perfekt. Das ist doch das Allerwichtigste. Und zieht euch diese Mod rein. HXRTC hat ist so ultra geil. Explanation Day Ultra Violence. Ja. So, jetzt muss ich das nämlich. Und deswegen ist es zum Beispiel vorteilhaft. Ich muss nämlich jetzt hier ein bisschen an den Display-Einstellungen ändern. Und zwar. Da, das da. Reicht das so aus? Aber der skaliert doch, oder? Sieht ja richtig scheiße aus. Na gut. Wir machen das mal ein bisschen größer. Wo bin ich jetzt hier? Da. Es funktioniert nicht. Nee, da nicht. Das da. Hä? Das da. Das ist nicht eingestellt. Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Aha, das war's. Perfekt. Jetzt ist aber auch unser Menü ein bisschen größer. Obwohl, passt eigentlich. Ah, siehst du, hätten wir das eigentlich auch bei dem Doom for Doom machen können, wo die Schrift so klein war. Ich bin mal bescheuert. Ja, das sieht ultra scheiße aus. Deswegen hat sich dieses Filtering. Ich mag's nicht. So, perfekt. Willkommen bei Proto Doom, der einzig wahren Mod. Also, es gibt noch eine noch wahrere Mod. Das ist der Extermination Day. Quatsch! Project Brutality. E-Day. Proto Doom 21. Gut. Konnichiwa! Und ja, es ist endlich mal eine Mod ohne Cursor, Quatsch, ohne Cursor. Hier ohne Fadenkreuz. Weil ehrlich gesagt, ich spiele lieber mit Faden, lieber ohne Fadenkreuz. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch aktivieren für alle, die es haben wollen. Das wäre bei. Wo war denn das? Da. Crosshair. Da. Die können viel mit einstellen, aber ich persönlich hasse das. Ich meine, bei Doom for Doom, okay, weil es bei Doom 2016 auch so war, deswegen habe ich es bei Doom for Doom auch gelassen. Aber ich persönlich mag es lieber so, und wenn man wirklich irgendwo zielen möchte, dann Waffe anlegen. Ne? Wie auch im echten Leben.
So, und ich hoffe, wir haben jetzt endlich mal ein Spiel, wo alles perfekt ist und auch überall alle Texturen angezeigt werden. Ach halt! Auch wie bei Doom for Doom gibt es auch hier ein Cheat, den ich immer mache. Hatte ich glaube auch schon erwähnt, und zwar den sogenannten Backpack. Bap. Und ja, das ist der einzige Cheat, den ich bei Project Brutality jemals machen werde. Und damit haben wir alle Cheats abgeschlossen. Weil wie gesagt, es ist einfach so, ich persönlich bin halt eher so der Survivor und jeder, der in Krieg zieht, hat normalerweise Ausrüstung dabei. Und dementsprechend auch einen Rucksack. Also das macht wohl hoffentlich Sinn. Wir haben keine Pistole? Nice. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Ach, das ist immer so... Was ist das denn bitte schön? What? Das sieht gut aus. Das ist wieder relativ klein. Was ist denn hier los? Ach so! Oh Gott! Ja, jetzt weiß ich nicht, was da los ist. Na gut, okay, wir müssen also so bleiben. Ist ja scheiße. Gut, okay. So! Na, kommt mal her. Ah! Perfekt. Oh, ich mag dieses Nachladen, wie ich das bei Doom for Doom vermisst habe. Ich liebe Nachladen. Ich meine, gut, ich werde das wahrscheinlich immer wieder vergessen, weil ich es durch Doom for Doom verlernt habe. Aber so spielt man ein Spiel. Schön mit Anvisieren, schön mit Nachladen. Mmh, herrlich, herrlich, herrlich. Danke. 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 Look like, okay, mein Spiegelbild passt sich leider nicht an, aber look like this, bitches. Und ja, für die selber spielen, Linksklick ist jetzt schießen, Rechtsklick ist klicken zum Anvisieren und nochmal klicken zum Normalansicht. Anders als bei heutigen Shootern, da muss man ja, um diese Ansicht zu haben, die Maus gedrückt halten. Die rechte Maustaste. Hier muss man nur einmal kurz anklicken und jetzt nochmal anklicken. Hört ihr wahrscheinlich jetzt beim Mikrofon. Ja, okay. Und wenn man diese Tasten hat, dann kann man nicht mehr anvisieren, sondern dann ist die linke Maustaste für das linke Gewehr und die rechte für gar nichts. Ach Quatsch, was riecht denn da? Ja, okay, also dass das linke Maustaste für die linke Waffe ist. Und die rechte Maustaste für die rechte Waffe, das war ja bei Project Brutality. Ja, also bei Brutal Doom habt ihr immer Dauerfeuer aus beiden Rohren. Da könnt ihr also nicht entweder links oder rechts schießen. Okay, Digga, wie ich Brutal Doom vermisst habe. Ich mag das. Da kommst du her. Schrotflinten haben wir auch schon. Egal, ich will die haben. Ich will meine Schrotflinte. Arsch. Hallo.
Besser noch, ich lock erstmal mehrere Gegner an, indem ich den Tor öffne. Und dazu werde ich... Ah! Danke. Yay, ich habe eine Pistole, oder? Ja. Oh, ich habe sogar Zeitpistole bekommen. Oder ich hatte schon eine vorher. Man weiß es nicht. Dankeschön. Ah. Das hätte ich mal gut gesehen. So, jetzt kommt mal alle her. Ach, das ist das Ausrufezeichen des Hubschrauber. Ja, alle herkommen. Und jetzt, Überraschung. Wie ein kleines Kind. Ah, ich freue mich gerade so abartig. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich Bruder du vermisst habe. Ich meine, klar, ich hätte natürlich auch noch privat spielen können, Bruder Doom jetzt, neben dem Let's Play. Aber genau wie diesem Gefühl wollte ich es mir extra aufheben. Ja, komm jetzt. Weil es ist einfach so fucking geil. Danke. Danke. Stirb. Guckt euch das an, Alter. Stirb halt. Ah. Oh Gott. Das ist gut, das ist gut. Das ist was? Die ist nicht freundlich. Wenn ich die abschieße, bringt sie mich um. Oder ist sie das freundlich? Dankeschön. Bitte. Okay, Doppelsprung geht hier nicht. Das geht nur bei Project Brutality. Ach ja, stimmt, der siehst du hier, man kann auch die Fässer bewegen. Alter, so viele geile Features. So, wir haben die rote Karte, damit können wir jetzt hier rein. Guckt ihr euch an, diese Säcke! Guckt ihr euch an! Ich schände sie! Ah, geil! Ah, dieser Klang, dieses Feeling, alles. Das ist gut. Ich will einen Amoklauf machen. Wow. Ihr stört meine Konzentration. Ich meine, guckt ihr euch an. Wisst ihr, was ich noch gucken muss? Es gab bei Project Brutality ein Messer. Jetzt weiß ich nicht, ob es das bei Brutal Doom auch gab. Ne, gab's scheinbar nicht. Schade eigentlich. Oder konnte auch nämlich das hier. Zusätzlich zu dem Trick konnte man praktisch auch noch mit einer anderen Taste, wo ich mit V belegt habe immer, also wie ich mit V belegt habe, konnte man praktisch jemand mit Messer zerschneiden, also mit so einem Kampfmesser. Oh, Alter. Geht doch. God damn it.
Ach Leute. Das weckt schöne Erinnerungen. So. Danke. Dann gehen wir mal auf Suche. Wow. Sag mal, wo kommst du denn her? Danke. So, hier war ja ein Monster. Oh, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Okay, das war's dann. Erstes Level vorbei. Und die restlichen werde ich dann ab morgen wahrscheinlich machen. Das war nur erstmal heute. Es ist immer noch der Samstag. Aber ich wollte das erste Level machen, weil gesagt, ich habe mich mittlerweile schon so sehr darauf gefreut, mit Prodigy endlich mal wieder spielen zu können. Es ist einfach geil, wie in den ersten Tagen. Es ist einfach arschgeil. Von daher hoffe ich, man möge mir meine Freudenreaktion verzeihen. Gut. Das wäre zu dem Thema. Dann werde ich jetzt alle Videos konvertieren. Das wird eine ganze Weile dauern. Ja. Dann dürften dann die ersten Videos so morgen vielleicht schon online gehen. Ansonsten die restlichen dann halt Montag, Dienstag. Alter, ich habe 16 Folgen schon aufgenommen. Das ist echt heftig. 16 Folgen habe ich schon aufgenommen. Das ist gut. Na dann, ciao mit V.